Hallo Leute, und heute spielen wir Fuck, Fuck, Fuck Hollow Knight. Mögt ihr Käfer, die sich die ganze Zeit gegenseitig mit mittelalterlichen Waffen den Kopf abschlagen? Dann ist Hollow Knight genau das Spiel für euch. Für alle, die gerne sehen, wie sich Käfer gegenseitig umbringen. Hollow Knight ist übrigens mein Lieblingsspiel von 2017. Es wird ab schon das beste Spiel, was ich 2017 gespielt habe. Ja. Und deswegen spiele ich das jetzt auf meinem Kanal. Beachtet einfach mal nicht, dass ich es schon viermal gespielt habe. Das ist eine Illusion. Ja. Dann fangen wir mal an mit Spielen. Also, wie kann man Hollow Knight beschreiben? Bevor wir mal anfangen zu spielen, erkläre ich das Spiel mal. Also, es ist ein Plattformer. Aber man tut da trotzdem die ganze Zeit halt mit dem Schwert kämpfen. Und es ist sehr schwer. Schweres Spiel. Ich habe sehr lange gebraucht, es zu spielen. Spielen wir auf einfach? Oder spielen wir auf Hölle? Wenn ich sterbe, bin ich im echten Leben tot. Ich denke, eine solche Wahl ist für einen Meister der Videospiele, der in jedem Spiel perfekt ist, natürlich eine sehr leichte Frage. Classic. Sie sind doch nicht wegen der Gedichte. Wir wollen Videospiele spielen. Und das Spiel geht direkt los. Perfekt. Okay, wir spielen einen kleinen Käfer und wir haben eine tödliche Todeswaffe, mit dem wir alles Leben um uns herum einfach auslöschen können. Ein Secret. Okay. Weil ich richtig gut in diesem Spiel bin, fackeln wir nicht lange rum und machen uns gleich mal auf die Weltherrschaft. Ich meine natürlich, das Spiel so wie gedacht zu spielen. So, hier haben wir schon den ersten Gegner, ein sehr schwieriger. Uff, das ist echt anstrengend. Und er rennt weg, na, was soll's hier? Ich bin blutdürstig, komm, stirb. Das war der erste Käfer, den wir getötet haben. Wundervoll. Natürlich bekomme ich Schaden von einem der wenigen Gegner. So. Also bisher kann man nicht viel außer springen und schlagen und natürlich Schaden nehmen. Aber das passt schon. Und was mir gerade auffällt, kann ich die Sprache bitte auf Deutsch stellen? Einfach nur, weil ich bin so, weil ich traue euch nicht zu, dass ihr Englisch könnt. Meine Abonnenten sind nämlich nicht so helle.
Wie es scheint, muss ich mal eben kurz die Sprache wechseln. Es ist übrigens eines der wenigen Spiele, wobei man automatisch speichert, wenn man rausgeht, was ich sehr, sehr toll finde. Kann ich bitte Sprache! Español! Français! Italiano! Deutsch. Helfernamen anzeigen. Folge anzeigen. Native Gamepad-Eingabe. Okay. Ich denke, damit kommen wir schon besser zurecht. Mit der Sprache, die ihr wahrscheinlich alle könnt. Na dann. Weiter geht's in diesem aufregenden Abenteuer. Und jetzt kann ich es auch vorlesen, ohne dass ich es Freestyle übersetzen... Ich dachte, es speichert. Ach so. Anscheinend schon. Aber ich werde einfach nur am Anfang des Raums zurückgeworfen. Natürlich. So, jetzt kann ich auch einfach vorlesen, betrachten. Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Eure große Stärke zeichnet euch als uns zugehörig aus. Fokussiert eure Seele und vollbringt so, wovon andere nur träumen können. Ich glaube, das war eine schlechte Stimme, die ich mir da rausgesucht habe, aber es ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall, das kann ich euch mal demonstrieren. Oh nein, eine Mücke, oh nein, ein Leck. Oh, ich habe Schaden bekommen, wie schlimm. Jetzt ist die Sache. In diesem Spiel, es gibt ein sehr interessantes Heilungssystem. Wenn ich Gegner angreife, bekomme ich den weißen Waddelpudding da an der Seite. Und den kann ich konsumieren, um mich zu heilen. Zack. Das heißt, ich kann mich heilen nach dem Kampf, wenn ich mich so auflade. Aber ich kann diese Heilungsenergie nur dadurch bekommen, dass ich Gegner angreife. Ich finde, das ist eine ziemlich tolle Sache und ich mag die sehr. Ja. Schmetterlinge. Ich mag den Pogo, den man machen kann. Ach ne, da unten war. Der Pogo ist sehr toll. Kann ich in die Richtung gehen? Nein, kann ich nicht. Ja. Noch ein Spiegel. Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein jenseits dieses Ortes liegt das Land des Königs und Schöpfers. Überschreitet diese Schwelle und beugt euch unseren Gesetzen. Werde Zeuge der letzten und einzigen Zivilisation des ewigen Königreiches Highlands Nest. Und die Schwelle zu überschreiten, damit ist gemeint, dass wir jetzt Vandalismus begehen und eine riesige Tür einfach zerschmettern. Darum erstmal ein Tröpfchen Wasser. Oh, es ist so schwierig, dieses Spiel. Kann mir nichts Schwierigeres vorstellen. Aber später werde ich das. Wird es wirklich schwierig und dann haben wir es. Mistmund, die schwindende Stadt. Und hier ist auch schon der erste NPC. Ist das zu laut? Wollen wir doch mal zuhören, was dieser alte Käfermann zu sagen hat. Badaula. Hallo Reisender, ich fürchte nur noch, ich will hier nicht mehr verlassen. Die Brunnen verschwunden. Königreich, Ruinen, Tiefen, wo Erleuchtungen und Träumen. Die Luft ist faul, sie lässt Kreaturen in den Wahnsinn verfallen und Reisende werden in ihrer Erinnerung beraubt. Ja, auf Bänken speichert man und ich werde jetzt auch in den Brunnen springen und auch dem Wahnsinn verfallen und betrachten. Ach so, ja. Okay, einfach wünschen. Ui! Und hier beginnt das Spiel. Man kann hier in zwei Richtungen laufen. Und ich weiß natürlich, dass links die richtige Richtung ist, aber... Tun wir einfach mal so, als würde ich einfach so nach links gehen. Und alles Leben in meinem Pfad auszulöschen. So.
Also, das heißt, es ist so ein labyrinthartigen Aufbau. Aber damit komme ich doch ganz leicht zurecht. Und ich kann hier nach rechts laufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber es ist mir egal. Haha. Na, da habe ich wohl ein bisschen Schaden gefressen. Oh, natürlich. Oh, aber natürlich. Oh, Ich weiß nicht, wo ich bin und wo ich bin. Geld ist übrigens mehr oder weniger. Also es ist schon wertvoll. Na gut. Wie wär's damit? Ich sammle das ganze Geld einfach mal ein, damit es euch nicht so sehr nervt. Weil ich bin mir sicher, das nervt ein bisschen, wenn ich die Münzen nicht alle einsammle. Also sammle ich sie jetzt einfach alle ein. Auch wenn wir sie nicht wirklich brauchen im Moment. Okay, und außerdem, was ich natürlich auch hätte früher machen sollen, ist nach links gehen. Hier nach links, hier ist nämlich noch was ich vergessen habe. Eine traurige alte Raupe. Und sonst gar nichts. Was für ein fröhliches und aufmunterndes Spiel. Haben wir hier links noch irgendwas? Grün. Hier ist grün. Und ich komme hier nicht lang, weil ein Monster im Weg ist. Der Pilger, okay, der Pilger, ich habe verstanden, da ist der Pilgerweg. Und der ist grün. Ah, oh, da war was. Da war was. Aber da dachte ich, lass es sein, weil ich weiß genau, dass ich da noch nicht lang kann. Hört ihr das? Da summt jemand. Eine Mücke. Natürlich, wer sonst? Nur Mücken summen. Ah, hallo. Du bist hier unten, diese schönen alten Ruinen zu erkunden. Beachte mich gar nicht. Ich habe auch eine Schwäche für das Erkunden. Dich zu verirren und dann den Weg wieder zu finden, ist ein Vergnügen wie kein anderes. Wir haben großes Glück, du und ich. Ich verkaufe Karten. Aber gerne doch. Karten sind gut. Ja. Machst ein Kartengeschäft auf in der Stadt oben. Schön, perfekt. So, hier haben wir eine Karte und wir sind da, wo er sein eigenes Gesicht auf die Karte geschmiert hat. Da befinden wir uns im Moment. Okay. Und jetzt gehen wir einfach weiter. War das. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nichts verpasst habe. Und hier sind riesige Würmer. Na. Ja. Oh. Seht euch an, wie skillful ich dieses Computerspiel meistere. Ich bin so gut. Und hier haben wir eine Mücke. Na. Ah. Da bin ich gerade ernsthaft gestorben. Ja, das war's vom ersten Part von Hollow Knight. Ach, das Ding ist jetzt offen vom Kartografen. Ah, jetzt ist es geöffnet. Barpanada. Du bist gekommen, eine Karte zu kaufen. Eigentlich müsstest du mit meinem Ehemann Geschäfte machen. Doch Überraschung, er ist wieder dort unten unterwegs. Gelegentlich taucht er auf, um neue Karten für den Laden vorbeizubringen. Doch ich wünschte, er würde ein bisschen mehr Zeit hier oben verbringen. Ich interessiere mich selbst nicht wirklich für den Handel. Und dann lass uns doch sehen, was ich zum Verkauf anbieten kann.
Also das hier ist ein Kompass. Das hier macht einfach, dass die Karten von dem Conifer einfach besser sind. Das jetzt markiert alles Sachen auf der Karte und ja, das war's dann auch schon. Nur bin ich gestorben und habe gar kein Geld. Deswegen das nicht. Dann lass uns das große Laufen erneut beginnen. Okay, da ist die Mücke und da ist mein Geist. Und wenn ich meinen Geist töte, dann kriege ich mein ganzes Geld zurück. Und hier ist eine Raupe. Zack. Die bin ich. Ja. Und diese Raupe, die ist jetzt frei. Wundervoll. Toll. Und aufregend. Auf nach rechts. Die einzige Richtung, die noch übrig bleibt. Oh, hier ist das Geld. Oh, hier ist eine Wand. Ich könnte diese Wand natürlich laufen. Oder einfach auch nicht. Weil diese Wand ist nur eine Abkürzung, oder? Und ich darf Mücken bekämpfen. Die auf mich schießen. Ah. Okay. Weiter in die andere Richtung. Hier ist nichts. Außer natürlich mehr Geld. Jeder liebt Geld. Ja, ich würde mal sagen, das war's so für den ersten Part. Die Aufnahme war zu lang, also teilt. Das ist in zwei Teile, lol. Liken und bis zum nächsten Mal.